deplin un botez. Uzogin, tu nu nu asamble, nu tu nu suen asam, cu nu sa dansam, nu le independam. Vielleicht heute unser letzter gemeinsamer Abend hier, wo wir noch mal schön ein Fläschchen Bier trinken können. Und das bei einem so gruseligen Wetter. Und das hier bei Herbst. Ist Herbst. Norddeutscher Landweg. Man sieht das Land gar nicht mehr. Es schüttet schon seit 2 Tagen, oder? Ja. Mai. Da fällt dir der Abschied nicht so schwer, ne? Nee, aber guck mal, Französisch-Polynesien trauert schon, dass wir gehen. Ah ja. Normal scheint hier nämlich die Sonne um die Zeit. Guten Morgen. Der letzte Tag in der Lagune ist angebrochen. Morgen fahren wir in die Marina CNI und räumen das Schiff leer und am 9. wollen wir die Limelight dann übergeben. Und seit Tagen regnet's. Heute auch wieder. Wir müssen wieder hier drinnen frühstücken. Französisch-Polynesien ist ganz traurig. Dass wir gehen. Oder will uns den Abschied nicht so schwer machen. Gestern Abend hatten wir wirklich noch einen schönen Abend mit Yvette und Pablo. Und jetzt gibt's Frühstück. Ein letztes Mal schwimmt die Annette um die Limelight. Ja. Definitiv. Naja, vielleicht morgen früh nochmal. Okay, aber jetzt für dieses Video schwimmt die Annette das letzte Mal um die Limelight. Das Wetter ist leider nicht ganz so schön. Das Wasser immer weg. Ist auch nicht so, weil so ein paar Algen da sind. Aber die Mitte hat natürlich auch gleichzeitig hinten nochmal unseren Heckspiegel gereinigt. Das war's. Ende. Aus, vorbei. Ein Lebensabschnitt ist hinter uns. Ein neuer fängt an. Ciao, ciao, gute Reise! Danke, euch auch! Ja. Ich denke, wir sehen uns noch in Polynesien. Ja, hoffentlich. Aber war sehr schön. Auf jeden Fall. Die beiden wollen jetzt noch runter bis nach Tahiti. Macht's gut. Und dann entweder Pesas oder Gambia. Da ziehen Sie dahin. 6. November 2023. Wir verlassen jetzt hier unseren Ankerplatz in Taha und starten zu unserer letzten Etappe in die CNI Marina auf Raiatea, wo wir dann morgen oder übermorgen die Limelight übergeben werden. So, es geht los. Motor läuft wie eh und je. Instrumente laufen. Plotter wird gestartet. Plotter läuft. Jetzt brauche ich nur noch die Annette, die den Anker hochholt. Und dann geht's los, die letzten 8 Meilen mit der Limelight. Annette geht das letzte Mal nach vorne zum Anker. Das, was Routine geworden ist bei uns. Jetzt wird als allererstes der Hahnepot gelöst, der die Kette entlasten soll. Also nicht die Kette, der die Ankerwinch entlasten soll. Es geht in den Ankerkasten, die Kette wird sortiert. Und jetzt? Auf geht's! Anker auf! Anker auf!
ein letztes Mal, wie es aussieht. Ist schon traurig. Ja, es ist schon traurig. Ja. Auf unserer letzten Tour muss es natürlich regnen. Und Wind auf die Nase. Kein Segeln. Wir stehen vor der Marina, es regnet immer noch und müssen jetzt 10 Minuten warten, bis die da alles vorbereitet haben, dass wir rein können. Wir liegen und es regnet richtig. Er hat uns hinten jetzt die Mooringleine befestigt. Annette ist schön nass geworden. Neben uns ein schöner, fetter Katamaran. Ein letztes Frühstück auf der Limelight. Ist auch ein bisschen mager. Wir haben keine Eier, aber wir hatten noch eine leckere Mango. Und plötzlich ist hier alles das letzte Mal auf der Limelight. So geht das schon den ganzen Tag. Eine Kiste nach der anderen. Aber Annette, das könnte es schon fast gewesen sein, oder? Eine Kiste noch, zwei. Naja, nee, zwei wären es glaube ich gar nicht mehr. Okay. Leider ist das Schild, das wir von meinen Eltern geschenkt bekommen haben, etwas oxidiert. Aber es wird natürlich trotzdem abgebaut und kommt nach Hause an die Wand. Ich zeige euch mal die Limelight, wie sie aussieht, wenn unsere Sachen alle weg sind. Die Achterkabine, schön organisiert mit all unseren Zubehörteilen und Werkzeugen. Das war auf Steuerbord. Jetzt gehen wir hier auf Backbord. Da liegen natürlich noch ein paar Segel und ein paar Decken, alles was wir hier lassen. Jetzt gucken wir hier in unser WC. Unser Gäste-WC, auch sehr schön. Unsere Schlafkabine für 5,5 Jahre. Alles picobello sauber und leer. Das WC, das uns sehr geholfen hat, 5,5 Jahre lang. Das Kapitel mit der Limelight um die Welt ist abgeschlossen. Die Fahne wird heruntergenommen. Wir haben alle Sachen von Bord. Danke Limelight, du hast uns allzeit gute Dinge geleistet. Jetzt ist zwar unser Kapitel abgeschlossen mit der Limelight, und das ist auch der letzte Film mit uns auf der Limelight. Aber es wäre super, wenn ihr uns die Treue halten könntet, weil es geht bei uns weiter in Neuseeland mit einem Wohnmobil. Bis dann. Tschüss. Tschüss.